Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 7. Der einzige Weg ist die Überquerung. Ja, wir springen jetzt hier. Ich sage mal herum. Das Minispiel ist prinzipiell ganz einfach. Jedes Mal, wenn wir auf eine Scholle springen, verschwindet die nächste. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach oben springe, werde ich stranden. Wenn ich hier hinspringe, nicht. Allerdings darf ich dann erstmal ein bisschen blöde hier durch die Gegend springen. Ah, fuck. Nein! Mein Fehler. Ja, soweit also erstmal zu diesem Minispiel, um es mal so gesagt zu haben. Das ist eine der zwei Sachen, die ich noch machen muss. Die andere kommt dann eben später an die Reihe. Dann strand ich schon wieder. Nein! Ich sollte es mir vielleicht überlegen, was ich mache, bevor ich einfach mal drauf losdrück war. Bin ich kein Fan von? Um es mal so zu sagen, ich bin kein Riesenfan von totaler Überlegung. Von daher einfach mal ein bisschen machen. Ein bisschen mehr Action. Ein bisschen mehr Knöpfchen gedrücke. Dann hier links. Oh. Geht doch. Hat mich ja nur 3 Versuche gekostet. Nur 3. Nicht 4. Nur 3. Dann kommen wir nämlich noch in diese Höhle hier. Müssen wir zwar reinkrabbeln, aber das geht schon. Und hier liegt dann ein Schutzbit. Schutzbit schützt vor Instant Death. Angriffen, ja, das ist keine Substanz, das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Ja, Antitod, Film, ein paar. Wie auch immer. Dafür bin ich jetzt jedenfalls hier zurückgegangen. So, jetzt möchte ich nochmal auf dieses, ich sage mal, weltkartenähnliche Gebiet, dieses Schneefeld hier im Norden. Ich cutte jedenfalls dahin, dann braucht ihr euch das nicht nochmal antun. Bis gleich also. So Leute, da wäre ich auch schon wieder. Ja, nachdem ich zusammengebrochen bin, mal wieder in der Hütte gestartet habe, bin ich ungefähr in Richtung Osten gegangen. Sobald man auf das Schneefeld kommt, dann kommt man wieder in ein normales Gebiet und dann ist hier eine Höhle und da ist das, was ich eigentlich haben wollte. Die gesamte Zeit über. Aber natürlich darf ich vorher noch einen random Zufallskampf machen mit Magnaten. Nicht, dass sie mir was sagen, aber... Ich werfe Schilde. Rhaegar! Nun gut, auf dem Weg hat Tifa ihr... drittes Limit gelernt, den Wassertritt. Ich habe ja nie was dagegen, wenn meine Leute ihre Limits lernen. Kann ich sie nicht angreifen? Durch Zaubern oder was? Wie... Ich hab keine Ahnung, was du von mir willst. Ich glaube ein Beta. Vielleicht geht es ja besser. Na? Das ist das, was ich machen sollte. Scheinbar? Ich habe keine Ahnung, was sie von mir wollten, aber ich hab's einfach mal gemacht. Später sagen können, die sind immun gegen Angriffe, dann hätte ich wenigstens gewusst, was los ist, aber. Ich tippe mal drauf, dass sie dagegen immun sind, so wie es aussah. Hier ist diese Frau und wenn man diese Frau anspricht, nachdem man an der heißen Quelle war und sie berührt hat, passiert das. Du hast vielleicht Nerven, mich mit den gleichen schmutzigen Händen berühren zu wollen, die diese dreckige heiße Quelle berührt haben. Das werde ich dir nie verzeihen. Niemals. Ja, und das ist Zeit für einen Boss. Oder auch nicht. Eher nicht, denn es ist im Prinzip nur eine weitere Schnee. Die Schnee hat theoretisch was, was wir klauen können. Also werde ich Sid mal ein bisschen klauen lassen, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal hinkriegt. Wenn er es nicht klaut, ist es mir auch egal. Hat da jetzt nichts Wichtiges bei ist, was ich haben muss, sag ich mal. Wenn er es hinkriegt, dann ist aber auch gut. Dann freue ich mich, dann bin ich happy.
ich ein Happy Happy Nilpferd. Ja. Es fröstelt mich so an den Lippen, oder was? Na, klar, das diesmal. Reifgestohlen, ja. Wie gesagt, brauche ich nicht. Ist prinzipiell völlig uninteressant, aber... Er ist da. Stört's, wenn ihr es könnt oder haben wollt unbedingt. Das ist ja prinzipiell egal. Dann kann ich weitermachen mit diesem epischen Bosskampf gegen Schnee. In dem Zusammenhang ohne Bild würde dieser Satz sehr seltsam klingen. Ich sehe die Szene direkt vor mir, aber dazu ein andermal dann vielleicht mal ein Video. Eher nicht. So, wenn wir diese Schnee besiegen, warum das? Bekommen wir Alexander. Eine weitere Rufsubstanz, sprich eine Beschwörung. Ja. Wenn es noch mehrere oder mehr Gegenstände hier in diesem ganzen großen Gebiet gibt, dann kenne ich sie jetzt nicht großartig, kann deswegen auch nichts dazu sagen. Zaubermoral plus 30, also... hat schon was für sich. Trotzdem bin ich da eher für das Schutzbett. Gut. Das heißt jetzt prinzipiell für mich nur noch den kompletten Weg zurückrennen. Muss ich. Ja, muss ich. Da ich den Rest eher in einem großen Video machen möchte, werde ich jetzt hier aber gleich einen Cut machen. Ich werde euch noch zeigen, wo ich lang gekommen bin, damit ihr nicht denkt, oh mein Gott, hier bin ich doch ganz falsch, hab ich doch was ganz anderes gesagt. Und dann war es das erstmal für dieses Video mal wieder. Nachdem wir eine ganz normale Schnee besiegen hier. Mehr oder minder. Dieser Konter nervt. Dieses Eis 2, was du normalerweise kontern, das ist anstrengend. Nicht richtig schlimm anstrengend, aber... Es ist nicht schön. Weil Cloud natürlich alles absorbiert und sich sagt, heiß, mir doch egal. So sei unser Cloud. Zu cool. Ah, noch ein Level. Sehr gut. Sehr gut. So, dann kam ich nämlich von hier. Und dann gibt's dieses schöne Gebiet hier. Das ist dann auch prinzipiell schon alles, mehr oder minder. Wie gesagt, ich werde jetzt noch hoffentlich zurückgehen. Dann habt ihr ungefähr einen Eindruck von dem, wo es lang gehen sollte. Ich denke mal, das ist ganz hilfreich zu wissen, wo man wirklich lang gehen soll. Weil man nicht direkt vom Haus nach Osten gehen kann, sondern muss ein bisschen wenigstens nach unten gegangen sein, etc. pp. Es kann verwirren. Sein. Es muss es nicht sein, aber es kann. Wenn ihr hinterher sagt, ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen müsste, dann würde ich euch da keinen Strick draus machen, weil das ist nicht unbedingt so eindeutig, sag ich mal. Dann kommt ihr auch wieder auf so ein riesen Schneefeld und denkt erstmal, ich bin hier sowieso wieder falsch. Dementsprechend, ich finde es verwirrend. So, ihr startet dann hier, könnt dann erstmal so ein bisschen Richtung Westen laufen. So ungefähr in die Richtung Westen und jetzt so... Gen Norden müsste es hoffentlich sein. Wenn ich jetzt einfach hier so in die Richtung gehe, müsste hinkommen. Dass ich dann ungefähr bei der Kabine wieder rauskomme. Jawohl. Gut, durchsuchen wir noch schnell die Kabine. Das war's dann für diesen Part von Let's Play Final Fantasy 7. Immerhin sind wir jetzt weitergekommen. Mehr oder minder. Er guckt sich den Schneesturm an oder was? Ja, ausruhen sowieso. Auch wenn ich das Hyper dann nochmal benutzen muss, nachdem es eh weg war. Und dann werden wir uns im nächsten Part daran machen, diese Schneewand auch wirklich zu erklimmen. Klingt doch wie ein Plan. Oh mein Gott, ich kann mit ihm von unten reden. Gruselig. Neuen Beschwörungen sollte ich auch irgendwo mal zeigen, aber dafür haben wir später massig Zeit. Gut, ich verabschiede mich von euch, Leute. Ich gehe jetzt hier speichern. Beim nächsten Mal wird die Felswand erklommen. Und dann kommen wir scheinbar im geheißenen Land an. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.